Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht schon hier im Hintergrund, die Teile liegen noch rum. Wir hatten ja das letzte Mal die Xbox One X auseinandergenommen, zerlegt, wie man auch immer dazu sagen will. Haben festgestellt, dass das Mainboard irgendwie ein bisschen Flüssigkeit abgekriegt hat. Wollten ja auf jeden Fall auch die Festplatte tauschen, was wir auf jeden Fall machen. Hier in dem Video soll es jetzt darum gehen, wie ihr eure Festplatte vorbereitet, damit sie dann in der Xbox One X auch funktioniert, weil einfach alt raus, neu rein ist nicht. Da muss vorher ein bisschen was gemacht werden, was aber nicht weiter schlimm ist. Ich habe es mir jetzt auch das erste Mal angeguckt, weil ich es auch das erste Mal mache. Wird aber mal alles schwieriger beschrieben und sieht schwieriger aus, wie es im Endeffekt ist. Wenn man es einmal verstanden hat und viele Schritte sind es nicht, dann geht es so schnell von der Hand und dann bedarf es um nicht viel, was man da machen muss. Ich habe jetzt hier mal im Hintergrund, seht ihr schon, offen das Datenträgerverwaltungsprogramm unter Windows. Hier haben wir jetzt die Festplatte, die alte drinne, ne? Wo ihr schon seht, da sind lauter Partitionen und darum soll es denn auch gehen. Und so muss die Festplatte vorbereitet werden. Das Gute ist, ein Skript macht nichts anderes als das, was man händisch eintragen würde in die Eingabeforderung zum Beispiel, dass es das hintereinander wegarbeitet, weil es weiß, was es zu tun hat. Ihr müsst bloß ein paar Angaben setzen, damit es auch, je nachdem, wie groß eure Festplatte ist, auch alles richtig läuft. Ihr seht aber schon, so sieht es dann später aus. Jetzt wollte ich ja nochmal unter Crystal Disk Info, ist ein super Tool, packe ich euch auch nochmal einen Link in die Beschreibung, ist so Freeware, also ist ein kostenloses Tool, wo ihr jederzeit eure Festplatten auslesen könnt, wo viele steht, Seriennummer etc. pp. Und ihr auch gucken könnt, wie der Zustand der Festplatte ist, was sehr interessant ist. So, jetzt gucken wir mal Festplatte. Wobei die jetzt hier, die hat er noch nicht drin. Ach, hier steht es schon. Ich habe das Ganze nämlich über eine Diskstation verbunden. Er erkennt auch, dass es über die Schnittstelle USB Serie ATA verbunden ist. Der Zustand ist soweit gut, sagt Crystal Disk Info hier. Und jetzt habt ihr halt die Möglichkeit zu gucken, wie viele Betriebsstunden die Festplatte schon gelaufen ist, wie oft sie eingeschaltet worden ist, auch wie viele Umdrehungen die Platte macht. 5400 ist jetzt nicht die schnellste. Und ansonsten könnt ihr hier auch nochmal gucken. Die Temperatur, Ausschaltungsabbrüche und so weiter und so fort. Aber ich sag mal, wenn der Gerätegesamtzustand gut ist, dann wäre hier wäre auch sonst irgendwas gelb oder rot. Ist nicht der Fall. Also ist die Festplatte als solches schon mal weiterhin noch zu gebrauchen, wenn man sie für was anderes nutzen will. Man könnte sie ja jetzt auch in den Laptop packen, wenn man sie formatiert hat. Ihr könntet sie auch in euren Rechner packen oder packt sie einfach als Notfallfestplatte irgendwo hin. Soweit, so gut. Wir nehmen uns jetzt mal die Festplatte, die wir brauchen. Und zwar habe ich mir die hier geholt, einen Terabyte. Ein Terabyte reicht nicht. Ich hätte jetzt auch 2 Terabyte nehmen können. Kann auch jeder andere sein, von SanDisk oder wie auch immer. Das ist euch überlassen. Das ist immer eine Glaubensfrage. Ich kann ja mal ein paar Links mit in die Beschreibung packen, wer sich da mal umgucken will. Und dann kommen wir gleich dazu, die Festplatte vorzubereiten. Festplatte ist jetzt drin, ihr seht schon, die ist nicht initialisiert und sie ist auch offline. Wir machen jetzt mal folgendes: Datenträgerinitialisierung, okay, MBR, Master Boot Record, okay, und sie ist online. Nicht mehr und nicht weniger. Ja? Mehr braucht ihr jetzt nicht machen, hier wird nicht weiter rumgefummelt. Jetzt gehen wir mal hier hin, ich schiebe jetzt mal was rüber hier, und zwar braucht ihr denn den Xbox One HDD Master 9 schimpft sich der. Das ist das Skript, was ihr dann braucht. Das könnt ihr unter Linux nutzen, wenn ihr Linux jetzt habt als Betriebssystem oder auch unter Windows. Nun geht ihr auf Create Xbox Drive, die hier, und macht mit Rechtsklick als Administrator ausführen. Das hier mit Ja. Und dann kommt ihr hier in dieses Fenster. So, dann sagt er Press Indicate to continue. Wir sollen eine Taste drücken, um weiterzukommen. Das machen wir natürlich. Jetzt fragt er uns hier, was für eine Option wir machen wollen. Wir wollen jetzt Replace oder Upgrade without a working Original Drive. Genau, wir wollen einfach nur, dass das neue dementsprechend Enter hergerichtet wird. Jetzt sehen wir schon hier unten, die 4 ist meine Festplatte, die ich jetzt hier dran habe. Achtet da wirklich darauf, dass ihr die richtige Festplatte auswählt. Nicht, dass ihr jetzt irgendeine Systemfestplatte nehmt, eine Festplatte, wo wichtige Daten drauf sind. Und dann ist das Geschrei groß, ja. Lieber zweimal mehr hingucken und feststellen, dass man die richtige Festplatte ausgewählt hat. Ihr seht es auch meistens immer an den Bezeichnungen hier, ne? Man könnte sich jetzt nochmal vergewissern, aber in der Festplatten, wenn man die hier offen hat, das Datenträgerverwaltungsprogramm, kann man ja auch nochmal rüberluchsen. Weil gerade bei mir zum Beispiel habe ich ja mehrere Platten, die 1 Terabyte groß sind, weiß aber, okay, die CT 1000MX ist jetzt die,
die ich mir geholt habe. Und mache jetzt hier 4, enter das Ganze ab. Und er fragt jetzt nochmal, ob er alles löschen darf. Klar, Feuer frei. So, hier wird es jetzt auch nochmal interessant. Je nachdem, wie groß eure Festplatte ist, nicht irritieren lassen. Es gibt natürlich auch Festplatten, die haben 512 GB, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Genau. Terabyte oder 2 Terabyte. Wir haben jetzt hier eine Terabyte, also machen wir B. Und je nachdem, was ihr einbauen wollt und vorbereiten wollt als Festplatte, wählt ihr denn A, B oder C. So, wir nehmen jetzt B, weil wir haben Terabyte. Und jetzt geht's los. Genau. Das können wir ja alles wegklicken. Das klicken wir auch weg. Das klicken wir auch weg. Klicken wir auch weg. Klicken wir auch weg. So, ihr habt gesehen, beim ersten Mal gab es jetzt ein paar Fehler. Ich habe jetzt nochmal bei mir das Windows-bordeigene Antivirenprogramm deaktiviert, weil es wohl dazu kommen kann, wenn es aktiv ist, dass es zu Fehlern kommt. Ihr seht jetzt auch, jetzt ist halt gut gelaufen. Ich erkenne es daran, dass die einzelnen Partitionen mit System Update, X, User Content, Temp Content und System Support alle die Partitionen benannt sind. Gehen wir mal hier raus, können wir alles schließen. Auch das. Und was noch wichtig ist, was auch immer wieder gesagt wird, dass ihr das englische Sprachpaket installiert haben müsst. Ihr müsst es nicht aktiv haben, aber es muss aktiv installiert sein. Und zwar Englisch United States. Fragt mich nicht warum. Bin ich jetzt nicht tiefgründiger reingegangen in das Ganze. Für mich war wichtig, muss Bestandteil sein. Tut ja auch nicht weh. Könnt ihr danach auch wieder entfernen, wenn ihr es nicht drauf habt. Aber meistens ist es standardgemäß, wenn man es nicht abgewählt hat bei der Windows-Installation, eh immer mit drauf. Wer es nicht drauf hat, installiert es, wenn er merkt, es kommt zu Fehlern oder beugt halt einfach vor und installiert es. Jetzt haben wir hier alles so, wie, wenn ihr euch erinnert, wo die Originalplatte drin war, wo alles schön formatiert ist. Wenn ihr das Skript durchgeführt habt und die Partitionen alle erstellt sind, habt ihr erstmal eure SSD vorbereitet, damit sie auch auf eurer Xbox One X läuft, damit alle Partitionen gesetzt sind, die Xbox One X damit auch was anfangen kann. Als nächstes nehmt ihr euch einen USB-Stick, mindestens 8 GB groß, formatiert den NTFS, nicht exFAT, nicht FAT32, sondern NTFS und ladet euch von der Microsoft-Seite das System Update offline. Wenn ihr das runtergeladen habt, habt ihr einen Ordner, wenn ihr es entpackt habt, der nennt sich System Update. Aus diesem System Update Ordner, wenn ihr drin seid, nehmt ihr alle Dateien, ja, einmal Steuerung A, um alles zu markieren. Und kopiert das auf euren USB-Stick. Den USB-Stick brauchen wir für den ersten Start, wenn die Xbox mit der neuen SSD, die formatiert worden ist von uns und partitioniert, startet, damit auch alles sauber läuft. Das gucken wir uns im nächsten Video auch auf jeden Fall an. Ich werde mich jetzt hier an die Komponenten machen, das Ganze reinigen, das Mainboard vor allen Dingen. Ne? Da haben wir ja gesehen, da war irgendwie was im Argen. Die Wärmeleitpaste erneuern, alles zusammenbauen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im neuen Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Aktiviert die Glocke, um keine neuen Videos zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao.